Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Goat Simulator 3 Let's Play Lustige Dinge und aller anderen Schrott mit dem Good of All Time Spiel mit dem neuen DLC, leider ein bisschen zu spät, ich war in einer Klinik, also in einem Spital, ja, Krankenhaus bei euch natürlich, der Schweiz Spital, ist ein bisschen einfacher dort und ich möchte unbedingt reinrasen, deshalb spielen. Ah, wir haben die Auswahl. Eine neue Speicherdatei. Haben wir dann die Sachen auch hier? Ich will die auch hier benutzen dann. Also es gibt auf jeden Fall einen Wasserschwein. Aber weiß auch nicht, was da noch sein soll. Okay, fliegende komische Teile noch. Okay, gehen wir rein. Aber irgendwie ist das gespeichert. Das ist meine Ziege vom Hauptspieler. Ist okay. Gut, also, wunderbar. Lädt. Okay. Gut. Gut of all time, glaube ich, heißt es oder so. Also, so nicht. Vor allem, es heißt einfach Ziege. Goat Simulator 3. Okay, Half-Life 2. Welcome back to das the Black Mesa Restaurant and Simulation Facility, Pilgor number 1287. You have been requested at Test Chamber number 55 in Sector 3. Das Spiel habe ich leider noch nie gespielt. Mann, ich muss es auch mal spielen. We are not responsible for any injury occurring from here on out. If you would be injured, pull the emergency brakes and contact the emergency hotline. Natürlich habe ich Let's Plays und Livestreams davon gesehen. Hallo, grüezi. Please do not exit the train. Das auch drin. If you for some reason find yourself outside of the train, please use the respawn option in the options. Wir haben ihn gerammt. Der ist tot. Ja, der ist in der Suppe. In der grünen Suppe. Ah, ich freue mich so, ich werde wieder den blödsten Mist machen, aber schreibt mal in die Kommentare, was lustig ist und was genervt hat oder so. Bin manchmal auch ein bisschen übertreiben. Ist eine Bienenwabe da drin? Cool. Hey, geil. Das startet ja schon mal mega motivierend. Hey, das zeigt dir alles. Genau, die Kugel aus dem Hauptspiel von Indiana Jones auch. Genau, der Face. Das ist ein Affe oder so als Mensch. Also, ja. Ein Kristall. Minecraft. Ah, Amethystkristall sind so cool, aber andere Farben hätte ich auch schon gewünscht in Minecraft. Vielleicht gibt es im Goat Simulator ja andere Farben. So, ey, so geil! Sind mich auch ein bisschen an Portal, einfach ja, weil wir können ja natürlich schon helfen. Oh, wer ist das? Ja, ist einfach. Ich dachte, das wäre auch wieder so eine Anspielung auf einen Charakter oder so. Ah, vielleicht ist es dieser kennt ihr den? Ist der? Der ist, glaube ich. Er ist in Half-Life 1 gewesen. Das habe ich durchgespielt, Half-Life 1. Aber Half-Life 2 habe ich leider nie gekauft. Ich hatte einfach zu wenig Geld. Sorry. Ich konnte es nicht. Ein Feuerwehrauto-Helikopter. Mann, es ist so geil. Ach, danke schön, liebes Entwicklerteam. Wer ist es schon wieder? Es hat einen bestimmten lustigen Namen. Please clean up after yourself upon using the restroom. Ja, ich bin wieder top informiert. Any employee found leaving an uncleaned toilet will be punished accordingly. Aber für diese Esel, die immer Livestream und Let's Playen müsst, ihr müsst mir uns ein bisschen helfen. Wir wissen vieles nicht. Wir spielen halt nur. Wir sind keine Spieletester oder Spieleentwickler. Wir wissen es einfach nicht. Deshalb in die Kommentare. Now arriving at Sector 3 Simulation Test Chamber. Ach, das DSI ist schon so gut. Ich kann einfach spielen. Kann ich auch wieder rausziehen? Wieso kann ich nichts steuern? Ich kann außer herumlaufen, kann ich gar nichts machen. Und hüpfen kann ich auch noch. Was ist hier? Ah, jetzt ist fertig. Endlich. Das hat mein Leben gedauert, ja. Okay, endlich. Das brauchte ich. Hallo Ziege, du bist doch nackt. Also, nein, nicht dein Ernst. Es gibt SpongeBob.
Was ist da? Ah, das ist einfach wieder ein Mensch, der so läuft, okay. Ein Rentier? Was ist denn das? Ist ein Dinosaurier? Also sieht das wie so ein T-Rex, der... Ich dachte, ein Wasserschwein könnte man stören. Es gibt kein Wasserschwein, oder? Vielleicht kommt das Wasserschwein noch, oder das ist das Wasserschwein. Ah, das ist wahrscheinlich das Wasserschwein, nur der Kopf sieht halt ein bisschen größer aus. Und das hat irgendwas in der Hand, im Maul? Im Maul? Okay, dann nenne ich Glocke. Ja. Also macht nichts, nein. Das hat keinen Blitz. Dann machen wir doch die Decke. Ja, die Decke. Paket. Ja, genau, damit der Packkessel auch ein bisschen besser aussieht. Dann natürlich die Regenschuhe. Hat sie irgendwo Bonus? Nein, so kein Blitz. Und natürlich eine andere Farbe. Ja, machen wir mal Heidi. Ja, machen wir mal Heidi. Also es ist natürlich nicht Heidi, aber es ist halt einfach Schweiz. Mit Rot-Weiß. Oder Österreich. Und machen wir doch mal doch machen wir die Größe. Ich glaube, die Spätzünder sind das einfach so kleine Babyhörnchen mit dem Spätzünder. Sieht aber gut aus. Okay, Sammlerstücke. Es gibt wieder Statuen. Es gibt Olymp. Okay, werden wir mal nicht weiterschauen. Okay, da haben wir noch etwas Siegen. Das Siegtroid. Egal. Jo, es gibt auch wieder Schanzen. Nein, das sind keine Schanzen. Was sind das? Hä? Sind das Haie irgendwie? Was ist das? Okay, auf jeden Fall will ich natürlich nicht allzu sehr gespoilt werden. Das wisst ihr. Sprich mir Wache. Guten Morgen, Pilger. Wie es aussieht, bist du spät dran? Ja, sehr spät. Ich habe jetzt ein paar Tage einfach verpasst, weil ich natürlich genau als es rauskam, ja, ins Krankenhaus musste, wegen dieser blöden Nervenkrankheit. Du hast bestimmt viele Fragen, leider kann ich mit keiner Antwort dienen. Ich bin hier nur eine Wache, eine ganz normale Wache im Wachdienst, also ein Ja. Geh durch diese sprachgesteuerte Tür hier und du findest den Weg zur Testkammer Nummer 55. Viel Glück! Okay, danke! Ich fühle mich ja sehr, sehr willkommen hier. Es wird sicher nicht schief gehen. Ja. Guten Tag! Reden Sie mit mir! Ich möchte gerne lustige Dinge machen. Dann nehme ich den mit. Inventar. Dein gesamter Frühausrüstung im Universum versteckt. Also es gibt doch die Sachen. Okay, was kann ich mit der Leiche machen? Kein Blitz erlaubt, kein Feuer erlaubt. Nichts wegwerfen? Guten Tag, nimmst du dein Kollege an? Hallo, nimm dein Kollege an. Doch nicht mehr im Kopf. Genau so musst du hin. Ja! Hey, wir haben Übung. Also deine Kollegin. Dann nehme ich aber das mit. Nein, nicht die Bank. Das. Ich sehe es nicht, aber könnte Red Bull sein. Ja, und wohin jetzt? Ja, gut, schon wieder am Austesten von Bugs und so. Also, mach mal auf. War schon wieder blöd. Mu! Das heißt nicht schreien. Vor allem das so. Andere Röhre. Oh, kennt ihr das? Wenn ihr Half-Life 1 und 2 so startet? Mentir, das ist doch Valve. Valve? Ah, ja. Explosionswas, wer kennt's nicht? Also in Half-Life 1 gab's ja auch diese Pest schon, oder? Wahrscheinlich als Quake oder so. Ich will aber hier durch. Geiles Portal. Geschmack-Portal. Ach, schade, ich wollte da oben. Die Ziege kann nicht hüpfen. Ich muss wieder die Giraffe auspacken. Kann ich jetzt eigentlich Giraffe benutzen? Weil vorher stand irgendwie, die Items sind irgendwo versteckt. Im Pool. Ausverkauft? Ausverkauft?
Standardeinstellung, Ränge, Fähigkeit, ah, Standard. Schade, dass man... Mann... Cool. Tschüss. Selber, guck mal. Man geht ja Rollerplay-Server kaputt machen. Genau. Und mein Minecraft-Server auch. Soll ich alles kaputt machen? Mann, schlaf doch schneller. So, wunderbar. Ja, also ich fühle mich pudelwohl. Ich hoffe, ihr auch. Und putzen muss man trotzdem. Nein. Besen. Besen. So, putzen. Ich putze hier nur. Ich putze hier nur auch bei euch. Vor den Füßen. Hallo Pilger. Wir sind sehr gespannt auf den Test. Wir haben endlich einer der Instabilitätssteine gefunden, die Grundlage alles Lebens. Erschöpfung von dir, mir allein. Aber es sollte nicht schief gehen. Schließlich bist du ein hochqualifizierter Profi. Aber wir sind Gott. Greatest of all time. Glaube ich, greatest heißt es. Egal. Bevor wir beginnen, müssen wir unsere Augen abscannen, um die Tür zu öffnen. Kannst du uns helfen, indem du uns wächst und zum Augenscanner ziehst? Vielen Dank. Wollte ich gleich. Ich habe noch einen Besen. Lass uns einfach mal irgendjemand von uns einen Augenscanner. Boah. Hallo, geht's dir gut? Der ruckelt ein bisschen nochmal. Ach man, super. Haben sie hängen richtig da? Verkleide ich wieder. Kann wieder backen. Yay! Oh Gott. Geht's euch gut? Hallo? Geht's dir gut? Ja. Kannst du nicht nach oben stehen? Was ist mit deinem Hals los, lieber Freund? Was ist denn los? Schon wieder so ein... Schon wieder so ein geiles Thumbnail. Gut. Mach ich mal G und Multiverse of... Das weiß ich nicht mal mehr. Ich habe ihn heute kennengelernt. Madness. GM1. GMM1. Gut. Dankeschön. Okay. So, und jetzt muss ich noch ein paar mehr Bugs auslösen. Testing. Testing. Nein, nein, ich bin noch rum. Nicht testen, nein. Everything seems to be in order. Nicht? Also im ersten Teil ist doch irgendwas kaputt gegangen, als zusammengestürzt oder so. Wird sicher auch wieder passieren. Und es wird sich irgendwas öffnen und werden reingezogen und Portal. Ja. Okay. Ich will aber kaputt machen. Wenn ein Schalter da ist, dann muss man ihn kaputt machen. Ah, jetzt. Hey, hallo. Kaputt! Kaputt schlagen! Ganz viel mal drücken! Viel mehr drücken! Ich muss mal weiter! Noch mehr drücken! Du schätzt Skalier! Oh, da kommt das! Da kommt das! Hey, das ist der Spyro. Bitte, bitte, rein. Oh, hey! Ich wusste sofort, was ich noch nicht. Das ist ja easy. Mein Gott, wer hängt hier fest? Niemand. Oh, Salam. Ah. Dieses komische Vieh da. Die Entwickler haben ein anderes Game gemacht. Ich weiß nicht den Namen. What a huge mess for such a tiny creature. I know what you did. You touched the expansion stone. In der ersten Welt, da oben hat sie einen Stand ja Zeus irgendwas. I'm always watching. Eine Sonne mit I'm the voyeur of the cosmos. Laden der Textur. Okay. Wolken the mit. Okay, wir sind in Super Mario. I am the guardian of the Multiverse of keinen Sinn. Your childish experiment
has disrupted the Multiversum fabric, causing these universes to chaotically collide. Der Kristall sieht cool aus. Now entwickle es halt einfach so gut. Ihr müsst unbedingt Goat Simulator 5 entwickeln. Ja. Aber wieso gibt es keine Granatenzahlen dann? My agent of chaos will set this right. Ja. Bring me the four remaining instability stones and place them upon my instability tiara. They are hidden in other universes. With enough instability, the locations of the stones will reveal themselves. Wie heißen die Sterne? Now, head towards that goat tower and create chaos. Mann, ich bin kein Marvel-Fan. Also ich schaue einfach zu wenig Marvel-Filme. Ich habe erst kürzlich wieder Endgame geschaut. Aber wieso haben wir schon einen? Ich möchte alle sammeln. Ah, wir haben einen gefunden. Das ist einfach der Edelstein. Also dann gibt es noch einen grünen. Das ist der Zeitstein. Dann gibt es noch den roten. Das ist irgendwie die Leere. Wie heißt der? Das ist irgendwie die Gedankenstein. Nur einen, der ist noch irgendwie der Raumstein? Mehr weiß ich nicht. Also Raumstein könnte lila sein. Okay, jetzt können wir einfach hier runter. Oder willst du noch etwas sagen, wenn ich hier drauf gehe? Wann kann ich dich spielen? Ich möchte ja einen Wasserschwein spielen. Gut. Oh, nein, nicht so weit weg. Kann ich irgendwie... Ne, da oben ist aber etwas. Da irgendwas als grünes, ein kleiner Tropfen. Okay, als erstes haben wir hier mal ein Portal. Soll ich schon reingehen? Wohin geht das Portal? Komm. Ohne probieren geht mir auch nicht spielen. Okay, ich kam noch nicht hin. Habt ihr schon mal Arschweh gehabt, weil ihr umgefallen seid? Ich schon. Ich hab das genossen. Hey, schon das erste. Ich fühle mich irgendwie wie in einem kleinen Kinderfilm oder so. Kommt da auch nicht so? Mit dem Auto? Nein, nicht fahren. Ich möchte rein. Ah, ich muss schlagen. Oh ja. Hä? Drago macht einfach mal wie... Für was sind die Portale da? Die... Ey, das ist so geil. Das ist ein Trampolin. Also nochmal schlagen. Nochmal. Ein anderes. Bitte komm etwas Spannendes raus. Ja, rein. Und jetzt? Karton! Cartoon-Siege! Nicht Cartoon-Siege, Cartoon-Siege. Die guten alten Ziegentürme synchronisieren mit einem Ziegenturm. Und wo ist ein Ziegenturm? Ich sehe noch keinen Ziegenturm. Bin ich blind oder bei... Ich will zur Sonne! Werde ich aber noch nicht so schnell hingehen. Cartoon-Siege. Cartoon-Siege, Mann! Ich kann das Englische nicht gut aussprechen, sorry. Ich habe einfach Karton, okay? Ich sag einfach Karton. Also ich möchte jetzt noch nicht dort drüber, aber hier will ich kurz mal mich umdrehen. Genau, das dort habe ich dort oben auch gesehen, das wird mich wahrscheinlich... Nein, nicht rüberbringen, da will ich nicht. Ich wollte hoch. Da oben hatten wir, also wo wir runtergefahren sind, haben wir... Also, das sind die neuen Goat-Statuen. Ja, okay. Goat-Will-Statuen gefunden, 1 von 20. Okay. Gibt es auch einen großen kleinen Macher? Ich will eine riesen Flasche haben. Dort unten haben wir auch... Nein, das sind Zeichen. Wo ist das nächste Portal? Mir nimmt das so runter. Ich will endlich wieder das Spiel. Hey, ich habe einfach die Möglichkeit, jetzt wieder ein Spiel im Goat Simulator Universum zu spielen. Ich denke, es ist nicht so groß wie dann Goat Simulator 3, aber vielleicht die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Und wir können sehr viel Spaß haben. Aber, jo, also ich sauf mal. Ich wollte heute einen Jägermeister kaufen, einen Stream oder so trinken.
Aber erstmal ist es 25 Schweizer Franken teuer. Und zweitens, ich weiß nicht, ob ich das gut aushalte. Ich will ja nicht wieder sehr Mühe haben mit der Nervenkrankheit. Ich werde weniger prozentigen natürlich gerne mal trinken. Aber muss es eigentlich gar nicht. Bin immer noch kurz ein bisschen am Suchen natürlich. Wenn mir die Goat-Statuen wieder sehr viel Motivation geben. Aber ich möchte eigentlich jetzt lustige Dinge machen eher. Ja, da haben wir wieder einen. Nein, das ist etwas anderes. Oh ja! Captain Marvel ist es, glaube ich, wo diese Plattform schaffen kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, und da haben wir Edelsteine. Lieder. Okay, gehen wir mal hin. Genau, was ist das jetzt? Ach, ich kann. Das sind immer so klein. Hügel! Die haben alle einen Vogel. Muss ich die verfolgen? Ich glaube, ich verfolge die mal. Kürbis und können nichts machen vielleicht. Ein Baum ist auch nicht. Egal, das ist ein Panda-Bär. Ist das ein Panda-Bär da? In diesem kann man nichts machen. Ja, ich möchte noch ein bisschen mehr Spaß haben, liebes Game. Du bist wirklich wunderbar, aber mach mal ein bisschen mehr Spaß wieder. Das ist so motivierend, so ein Spiel zu spielen. Wisst ihr, ihr habt gar nicht mal. Das sind einfach Ziegenmenschen. Hey, ich habe keine Werwölfchen mehr, ich habe Ziegenwölfchen. Okay, da gehe ich jetzt nicht rein. Ich muss dieses Goat Statue. Ja, ich muss einfach alles noch ein bisschen ausprobieren, natürlich. Jetzt gehen wir mal hier rein. Hey, das ist unfair, jetzt komme ich nicht mehr so gut hoch. Also dort müssen wir auch unbedingt hin. Gut. Ah. Das Spiel will ich unbedingt kaufen. Bitte Entwickler, mach dieses Spiel. Wie kann man nur Menschen spielen? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, wie komme ich jetzt hier hoch? Nein, nicht da. Nicht da. Hier. Mann, ich sehe nichts. Ist nichts. Hallo, ich möchte hier etwas haben. Liebe Entwickler, macht hier noch etwas. Bitte. Das ist so. Sein ist da auch nicht irgendwie speziell. Also ist einfach so ein Weg nach oben. Hier unten ist wahrscheinlich nichts. Schau ich spät. Also, wir müssen rüber zu diesen Vögel-Menschen. Oder Menschenvögel. Was ist es eigentlich? Ist das Gehirn wichtiger oder ist das Aussehen wichtig? Also, sind es Vogelmenschen? Nein. Vogelmenschen sind ja wie diese Ziegen. Ein Aussehen von Vögeln, aber fühlen sich an wie Menschen. Was ist es dann? Okay, das ist jetzt nicht so toll, liebe Entwickler. Könnt ihr noch ein bisschen besser machen? Ah, ich brenne wegen dem Solar. Schön, also wirklich wohn. Hey, immer einen Millimeter zu weit. Muss jetzt wieder hochkommen. Drago fragt sich, wie kommt er wieder hoch? Item. Oben ist auch nichts. Nein, nicht da drüben. Nein. Wo sind jetzt eigentlich die Ziegenmenschen hin? Die sind gar nicht mehr hier. Also manchmal denke ich mir so, das Spiel ladet nichts. Kann ich mal kurz unter den Zug? Ja. Also Drago ist schon tot. Er wird es leider nicht mehr schaffen, weiter zu Let's Playen. Er ist schon tot. Eine Goat-Statue ist raus. Dankeschön. Und, also ich bin jetzt einfach noch von der Größe von der Map ein bisschen überfordert, aber das legt sich immer schnell. Kann ich immer schnell eigentlich die Map auswendig lernen und auch vollenden, auch alle Goat-Statuen finden. Ihr wisst ja, ich bin ja im Hauptspiel noch dran. Immer noch dran. Ja, ich genieße halt die Spiele wirklich. Also wenn es euch langweilig ist und ihr wollt lieber, dass ich vorwärts mache, kann ich das natürlich schon ein bisschen engagieren. Aber ich genieße es und ich hoffe, ihr genießt es auch. Und wenn es euch zu langweilig wird oder so, schreibt es an. Aber wie groß muss ein Wasserschwein sein? Ja,
Jo, was geht? Spender, Leon. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, du definitiv fettes Kies drauf. Ja, und du bist sehr verbockt. Ich weiß. Okay. Nein, jetzt redet er nicht mehr weiter. Drago verbuggt einfach. Es ist nicht das Game, nein. Anfängerkurs starten. Null. Es ist einfach 1000. Gut. Ich wette, das ist gut. Das ist Skate. Nein, das ist Tony Hawk Skateboarder. Tony Hawk Skateboarding. Ja, der erste Teil wahrscheinlich. Und wie soll ich jetzt rüberkommen? Was soll ich überhaupt machen? Wo ist das A? Wo ist das A und E? Okay. Ich weiß nicht. Ich versuche es nachher nochmal. Ah, dort drüben. Es war einfach verdeckt. Boah, geil. Schon 3 Statuen im ersten Tag. Hey, wieso? Wie geil ist das? Ich bin schon wieder verpackt. Was ist das? Ein Ritter da unten? Das sind die Stiefel. Die sind Ritter. Kann ich irgendwas machen? Es wirft mich einfach weg. Schade, dass die Entwickler nicht mehr machen mit dem... Hey, ich will eine Kutsche fahren. Aber steuern kannst du mit dem... Mit einer Kutsche kannst du nicht. Na gut. Das Game ist dann eigentlich nicht so gut. Bitte. Lass mich etwas machen. Es hat sogar nichts. Für was sind denn diese Dinge? Nur zum Putzen? Vor allem, es passiert auch nichts. Explodierst du auch? Ja. Mhm. Wie kann eine Kutsche eigentlich automatisch fahren? Wo ist der Motor eigentlich? Da hinten, okay. Trotzdem, es muss nicht so alles explodieren. Nur der Motor muss ein bisschen explodieren, das andere bringt halt einfach. Gut, dann haben wir noch. Okay. Da haben wir irgendwas. Ah, das ist wieder Multiplayer. Okay. Dann suchen wir noch. Holen wir noch die Goat-Statue. So. Glück habe ich es geschafft. Hey, richtig geil. Also, fantastisch entwickelt, aber. Bitte einfach mehr Spiel einfügen und nicht nur Scheiße. Also nicht nur lustige Dinge, sondern auch wirklich mehr Spiel. Ich sehe nämlich keine Mission. Bin ich blöde, blind oder bin ich... Hey, sind alles Tiere. Wie heißt die Stadt? Sammle Goat. Ja, aber muss ich das im Zeitlimit machen? Haben wir noch Zeit? Ja, nicht mehr so viel. Ich möchte noch kurz... Was wollte ich noch kurz machen? Irgendwas, habe ich irgendwas eingesammelt? Geil. Gibt es irgendwie so eine Art Comic-Ding in einer Farbe? Weil ich meine Lieblingsfarbe ist. Nicht, ja, okay, nicht ganz. Aber da muss ich rein. Passiert gar eine Banane. Gut, habe ich das nicht gesehen. Hey, ich habe eine Banane. Möchtest du mich abbekommen? Ich kann gerne eine verzauberte Banane dir in den Mund stecken. Gell? Ja. Wenn Drago halt einfach ja nichts von euch übrig hat, muss er halt ein bisschen. Ja. Also, macht euch ein bisschen mehr. YouTube macht einfach mehr völlig den Rest, den anderen machen es in Schwierigkeiten, aber mir machen sie einfach völlig den Rest. In the name of
macht die heute noch so? Also ich. Hm. Soll ich noch ein bisschen spielen? Das Spiel spielt sich allein. Ist zwar langweilig. Vor allem, ich werde nicht verhaftet. Okay, gut. Es reicht. Nein, Spiel! Lass mich. Ja, sehr gut. Aber hier möchte ich noch kurz. Was kommt hier raus? Jetzt dachte ich ein Schwan oder so, aber nein, das ist ein Frosch. Mit Handschellen. Können wir hier in. Ja. Okay, du kannst wieder frei sein. Genauso wie meine Zuschauer dürfen auch gerne frei sein. Nein, nicht dein Ernst. Es ist so geil. Es ist so geil. Ich feiere das Spiel schon wieder. Okay, und hier ist Ziegenpeter. Hallo, Ziegenpeter. Hallo, Stadtmusikant. Wie geht's dir? Hallo, Stadtmusikant. Bremer. Du bist ein Bremer. Walter Bremer. Okay, danke schön fürs Zusehen. Nochmal auf grün. Hallo. Ich hab gesagt, auf grün. Liebe Zuschauer, macht bitte auf grün. Dankeschön. Kommt der nächste Part? Nein, der kommt auch sonst. Und ja, bitte einfach noch kurz ein bisschen Geduld. Ich bin momentan noch ein bisschen beschäftigt. Nach der Klinik muss noch ein bisschen aufräumen und was. Aber ja, jetzt gehe ich Livestream. Für euch ist wahrscheinlich der Livestream natürlich schon vorbei. Aber gut. Ja, der Park kommt morgen früh. Tschüss. Für euch jetzt. Gewesen. Und ja, ihr habt ihn hoffentlich auch geschaut. Tschüss.